Was wollen wir unbedingt sehen? Vollbeats, auf jeden Fall. Mein Kumpel ist ein großer Crow-Fan. Papa Roach, auf jeden Fall. Und hauptsächlich zum Feiern. Hauptsächlich zum Feiern, Bruder. Also wir kommen aus Bayreuth und wir haben halt den Namen von unserer Schule hingeschrieben, ne? Weil wir uns halt kennzeichnen möchten, dass wir daher kommen, ne? Und welche Schule ist das? Das ist die Maigräfin Wilhelmine. Also Gracias. Keine Fangfragen. Also, wer hat die flüssige Seife erfunden? Keine Ahnung, Mann. Wir sind angekommen um 10 Uhr und es war eigentlich ziemlich tight, weil wir mussten nur 20 Minuten anstehen und haben unser Bändchen bekommen, dann waren wir hier drin. Und gleich den Zeltplatz eurer Wahl gefunden oder habt ihr ein bisschen suchen müssen? Der Zeltplatz unserer Wahl, das ist der allergeilste hier. Wir waren letztes hier in der Ecke. Direkt an den Konzerten. Wir sind hier 20 Sekunden von den Konzerten weg und wir sind ungefähr neben der Bank, das ist ziemlich tight. Ihr sitzt seit gestern hier? Nee. Nee, gestern waren wir irgendwann nachmittags um 5 oder so da und haben heute 12 Uhr ausgemacht gehabt. Ja, und dann dachten wir, naja, wir sind so spontan, weil ich auch spontan aufs Festival gegangen sind, erst am Wochenende. Ja, und dann waren wir um 12 da und dann kam unser Cajon-Spieler, der wieder gehen musste, weil er nicht in der Lage war oder hat sich nicht gut gefühlt. Ja, und jetzt ist Karre schon da und jetzt warten wir noch auf den Rest. Fertig. Yeah! Danke! Wir haben sogar gestern geschafft, eine halbe Bierdose und uns zwei Stifte zu erspielen. Ja. Gage. Ja. Das ist cool. Also als Gage, ich habe noch so. Wollt ihr Kaugummis? Wir nehmen alles! Wir nehmen alles! Wir nehmen alles. Oh, ja. Also, das ich habe leider kein Bier einstecken.